hier was in der Kirche und dann bekommen sie ein bisschen Zeit für Vorbereitung. Und da bekommen sie eine Beschreibung in deutscher Sprache über diese Kirche. Nach oben gehen. So, na und diese obere Burg, sie ist auch ein Denkmal für den einzigen König Litauens wie die Mindaugasbrücke. Von diesem Berliner. Aber da gibt es auch eine kalte Suppe aus sauren. Im Tor befindet sich Dreifaltigkeitskirche. Vom Kloster der Kirche Newton, oder sehen Sie jetzt diese Farbe auf dem Tor? So, Anfang des 16. Jahrhunderts kommt die Reformation. Thank you.